Seit die höchste Zeit, dass wir uns wieder mal klar machen, was das eigentlich ist. So ein Freitag, ein reines Glück. Zum Glück ist Freitag heute mit Abzocken, mit Auto und mit Ausserirdischen. Wollt frech werden, Frau Fitsch. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterdecker. Sensationelle Meldung diese Woche. Auf dem Mars gibt es Wasser. Wie hat unsere Runde darauf reagiert? Zum Beispiel SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli. Ja, schauen Sie, wir von der SVP sind natürlich froh, dass die Schweiz nicht auch noch wegen einer Dürreperiode mit Migranten vom Mars muss kämpfen. Und wenn es auf dem Mars Wasser hat, dann kann man immerhin Rüebli, Herdöpfel, Weizen oder auch mal Magic Mushrooms aufpflanzen. Verstehen Sie? Eine Anbauschlacht wie anno 1940 ist das. Absolut. Gibt es weiter so Wasser entdeckt? Auf dem Mars. Ja, hallo, wie gesagt, ich bin der Baschi, oder in dem Sinn. Ich habe als Kind immer schon Mars gegessen und die sind mir immer schon ein bisschen wässrig vorgekommen. Hat darum viel lieber Snickers gehabt. Snickers? Was? Eben ja, Snickers. Nein, Snickers. Die Schokoriegel, die haben Snickers geheißen, nicht Snickers. Snickers sind egal. Snickers. Apropos Wasser, das steht Volkswagen bis zum Hals. Unterdessen sollen von 11 Millionen Autos schon die Abgaswerte getürkt worden sein. Weltwochenchef Roger Köppel kommt da noch mehr führen. Mit jedem Auspuff wird das Puff noch grösser. Um was geht's? Die Weltwoche hat recherchiert und zeigt in der aktuellen Ausgabe, auch die Schweiz ist davon betroffen. Wieso? Wir haben ja gar keine Autoindustrie. Bei uns reiht der Hund in der Landwirtschaft begraben. Die neuesten Studien zeigen, dass viele Kühe im Stall weniger furzen als von aussen. Der durchschnittliche Methanausstoß von einer Kuh von aussen liegt je Furz in der Nähe von einem VW-Dienstkarre aus einer polnischen Fabrik. Bastian Giro, Grüner Nationalrat, was heisst das für die Umwelt? Ja, ich muss sagen, die Grüne Partei hat zusammen mit dem WWF, der Promatura und dem renommierten Institut Betty Bossi eine Studie gemacht. Und die zeigen, dass wegen Methanausstoss Kunst-Eisbahnen im Raum Willisau bereits um 3 cm sind geschmolzen. Und wenn das so weitergeht, werden wir in 10 Jahren keine Görling-Finalrunde mehr erleben. Kommen wir jetzt noch zum Sepp Blatter. Jetzt wird ja gegen ihn wegen unerlaubten Zahlungen von der Staatsanwaltschaft ermittelt. Dennis Ass, Roger Federer, eine Zeitung hat geschrieben, die Blatter sind überall, also auch in den Sportverbänden. Wie sieht es denn im Tennis aus? Ja, ist mir geil. Sicher, oder? Ich meine, es gibt immer wieder Fälle, dass Leute von Sunrise, Caddy Suisse, Lind, Sprüngli uns trauen. Echt? Oder? Warum denn? Ja, ist klar, oder? Die können manchmal kommen und sagen, eiskalt, wenn du nicht in dem und dem TV-Sport mitmachst, dann bekommst du halt keine 10 Millionen mehr, oder? Das ist moderne Sklaverei, oder? Ich meine, ich habe schon viele TV-Sport gemacht, einfach aus Angst, die Kohle nicht überzukommen, oder? Haben Sie denn auch schon für Geld extra verloren? Ja klar, ich habe beispielsweise für 500.000 Dollar extra mal mit geschlossenen Augen gespielt. Im Stan seine Tennishose oder sein Tennishose hersteller hat wieder mal ein Siegerfoto mit ihm im Sportteil wollen. Aber es hat alles nicht genutzt, der Stan hat gleich verloren. Echt? Ja, und das Schlimme ist, ich habe ehrlich gesagt bei dem Spiel gar nicht gemerkt mit geschlossenen Augen, dass der Stan auf der anderen Seite gestanden ist. Zum Glück ist wichtig. Mit dem Fabian Unterdecker.